macht sie so interessant? Angela Fingererben und Tom Berger berichten. Islamfeindlich und stolz drauf. Das steht auf den Tassen, die Stefan Herre über seine Internetseite verkauft. Der Kölner ist Gründer der Seite Politically Incorrect oder kurz PI. Sie macht Front gegen Moslems, denn für den 42-Jährigen ist der Islam keine Religion, sondern eine Gewaltideologie. Ich habe Angst vor dem Islam, weil ich nicht will, dass unsere Kinder später mal hier in einem Land aufleben, wo der Islam die vorherrschende Religion ist. Der Islam ist eine gewaltbereite, in Anführungszeichen, Religion, der die Menschen unterdrückt. Und das möchte ich nicht der späteren Generation zumuten. Auf seiner Internetseite diskutieren mittlerweile mehr als 5,8 Millionen Besucher über die Gefährlichkeit des Islam. Stefan Herre bekennt sich zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung, unterstützt die USA, Israel und das Christentum. Doch der Islam sei nicht friedlich. Ich empfehle eigentlich nur jedem, den Koran mal zu kaufen und durchzulesen. Normalerweise bräuchten wir dann gar nichts mehr zu sagen, weil da steht so viel Gewalt drin und Hass gegen uns Ungläubige, wie sie uns nennen, und gegen Juden. Also das ist unglaublich. Islam gleich Islamisten, das geht Bekir Albogar von der Türkisch-Islamischen Union, kurz DITIB, eindeutig zu weit. Er selbst wurde in den Foren schon schwer beleidigt. Für ihn ist PI ein verleumderisches und rassistisches Forum. Die versuchen, das Medium Internet für ihre unfriedliche Gesinnungen zu instrumentalisieren. Ich bedauere es sehr. Sie vermitteln ein Bild da an die Öffentlichkeit, als ob die Muslime nicht seit 45 Jahren in Deutschland gelebt hätten. In Deutschland gilt zwar das Recht auf freie Meinungsäußerung, doch das heißt nicht, dass jeder immer alles sagen darf, was er denkt. Kritisch wird es dann, wenn das Strafrecht berührt ist, und das, unser Strafgesetzbuch sieht hierfür verschiedene Tatbestände vor, nämlich Volksverhetzung und die Beschimpfung religiöser Bekenntnisse. Unter Umständen trifft das auch auf solche Blogs zu. Deshalb zensiert Stefan Herre jeden Tag die 2009 Einträge in seinem Forum. Denn Rechtsradikalen will der Islamkritiker dann doch keine Plattform geben. Etikette, das sind Umgangsformen, und die braucht man im Moment ganz besonders, denn zurzeit jagt eine Weihnachts